Moin meine lieben Jagdfreunde und herzlich willkommen zurück zum Fragenkatalog Wildkunde. Heute geht es weiter im Themengebiet Muffelwild und zwar mit den Fragen, ich muss direkt mal auf mein Zettelchen gucken, 143 bis ja, 145. Let's go! Frage 143 lautet, wann ist beim Muffelwild der Zahnwechsel in etwa vollständig abgeschlossen? Hier müsst ihr einmal D ankreuzen mit 44 Monaten. Übrigens mit Abschluss des Zahnwechsels wird dann unser Schalwild schlussendlich auch geschlechtsreif. Und das ist bei den Boviden deutlich später als bei den Zervinen. Und wer darüber mehr Informationen haben möchte, der gönne sich doch einfach mal hier ein Abo für nur 29,90 mit einer Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Und wer die komplette Jagdscheinausbildung bei uns machen will, möchte ich direkt hier mal zu Anfang erwähnt haben. Der findet alle weiteren Informationen bis hin zum Beratungsgespräch unter diesem Video im ersten festfixierten Beitrag. Und alle weiteren Informationen für eine Jagdscheinausbildung mit anschließender Prüfung im Jahr 2023 über uns. So, haben wir dem auch Genüge getan und machen direkt weiter mit der Frage 144. Welche der nachgenannten Schalenwildarten kann Schälschäden verursachen? Ja, hier müsste einmal tatsächlich A ankreuzen, Rotwild und C Muffelwild. Die gucken sich das übrigens voneinander ab. Dann die Frage 145 schon. Bei welcher heimischen Schalenwildart kommt gelegentlich die Moderhinke vor? Kennen wir schon von gestern. Hier müsst ihr einmal C einkreuzen beim Muffelwild. Und auch hier blende ich euch gerne mal ein Foto davon ein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Horridom Waldmannsheil, euer Timo von der Jagdscheinakademie. Tschüssikowski.